siebte Leitsatz des THWs ist, wir kommunizieren gezielt, ehrlich und verständlich. Kommunikation bedeutet Weitergabe von Informationen, Austausch von Informationen. Welche Informationen wir geben und wie wir sie geben, ist grundsätzlich im Zusammenleben von Menschen, damit auch im THW, von großer Bedeutung. Ja, im Alltag hat für mich dieser Leitsatz auch eine große Bedeutung. Das gilt für alle Ebenen, für mich insbesondere auch in meiner Funktion als Ortsbeauftragter. Wie informiere ich, wie kommuniziere ich mit meinen Helferinnen und Helfern? Ich verwende dazu E-Mail-Verteiler für alle Einsatzkräfte, für die Führungskräfte, für die Unterstützer. Aber dazu gehören natürlich auch die sozialen Medien, die wir inzwischen haben, aber auch das klassische Telefon. Und natürlich muss ich auch präsent sein. Das heißt, ich muss nach Möglichkeit zur Verfügung stehen, auch für Vier-Augen-Gespräche und nach Möglichkeit auch bundesweit in meiner Funktion als Bundessprecher muss ich ansprechbar sein. Ich bin 1974 das erste Mal zum Landessprecher der Helferinnen und Helfer in Rheinland-Pfalz gewählt worden. Und bis 2002 habe ich dieses Amt, bis ich als Bundessprecher gewählt wurde, ausgeübt. Ich habe immer wieder festgestellt, dass, wenn ich zu Problemen in Ortsverbänden gerufen wurde, weil es Schwierigkeiten im Ortsverband oder mit anderen Ortsverbänden oder mit dem Hauptamt gab, dass es meistens Kommunikationsprobleme waren, dass nicht informiert wurde oder die Botschaft nicht verstanden wurde. Und wenn man sich zusammengesetzt hat und das klären konnte, dann konnten die meisten Probleme ausgeräumt werden. Weshalb für mich die Kommunikation mit eines der wichtigsten Punkte ist für das THW.